Todele, liebe Community. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Wie ihr seht, gibt es heute ein kleines neues Angezockt, und zwar Rush Rally Origins. Und je nachdem, wie es euch gefällt, ist das so ein kleiner Titel für zwischendurch, wo ich auch mal nach der Arbeit es locker schaffe, mal ein, zwei Folgen aufzunehmen. Viel Spaß damit! PS4-Spiel ist. Eine 5er Version habe ich davon nicht gefunden. Ein bisschen hier Oldschool Retro Rally fahren. Ich liebe sowas, ja. Und wenn es euch gefällt, dann mache ich davon gerne nach der Arbeit auch mehr wie eine Folge. Weil, wie gesagt, sowas kriege ich auch häppchenweise auch nach der Arbeit mal ein, zwei Folgen aufgenommen. Dann kriegt ihr nämlich außerhalb der Shorts in der Woche auch noch ein paar Videos so. Und am Wochenende wisst ihr ja, da geht es dann wie immer mit unseren Community-Projekten weiter. Oh, nur Dritter. Uiuiui, 10 Sekunden Rückstand. Ach du heilige Makrele. Ja, muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Oder neu starten und es versuchen besser zu machen. Ja, erstmal machen wir weiter. Ach, upgraden können wir die Fahrzeuge auch, okay. Aber ich habe noch kein Geld, ne? Ne, noch geht hier nichts. Ne, ich kann hier noch nichts anwählen. Ich kann nur die Farbe ändern, okay. Ja, dann nächste. Darf ich denn die Kamera auch anpassen oder muss ich die so fahren?
das würde mich ja mal interessieren. Moment, gibt's hier eine Option? Ja, da, Option. Sprache müsste eigentlich Deutsch sein, ne? Genau. Steuerung ist okay, ja, ist okay. Automatisch beschleunigen wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Die Hauptlautstärke könnte, glaube ich, ein bisschen leiser. Ich glaube, so ist besser. Grafik steht sogar auf Ultra. Ey, ihr könnt es auf gering, mittel, mittel, hoch, hoch, sehr hoch, Ultra. Ja, komm, lassen wir es auf Ultra. Okay, eigentlich habe ich gehofft, ich kann noch hier was anpassen mit der Dings. Ja, so, Kamera so oder so. Ja, dann probieren wir es mal so, würde ich sagen. Ja, da muss ich mich jetzt erstmal reinfuchsen, welche Kamera uns besser zusagt, mit welcher ich die Etappen vielleicht ein bisschen schneller und besser abschließe. Aber ich glaube, so ist besser, oder? Weil so haben wir die Draufsicht aufs Auto, das ist quasi die Helikopterperspektive. Das ist, glaube ich, besser als ESO, als isometrisch. Ja, also läuft auch der Streckenverlauf mit uns mit. Das ist deutlich besser. Komme ich deutlich besser klar, so kann ich definitiv schneller fahren. Aber wenn ich jetzt richtig gesehen habe, dass es noch Tuning gibt, dann ist klar, dass wir jetzt in der ersten Meisterschaft ein bisschen hinterherfahren. Aber schauen wir mal, vielleicht sind wir in der zweiten Etappe ja schon ein bisschen schneller. Was ich halt nicht verstehe, ist, obwohl ich die Spielsprache auf Deutsch habe, warum der Ansager trotzdem auf Englisch ist. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde ganz gerne deutsche Ansagen haben. Aber gut, in so einem Retro-Style-Spiel, es geht. Und wir haben ja voll dick und fett die Pfeile auf der Straße. Also, es ist okay, wenn man den Ansager nicht auf Deutsch hat. Das ist vollkommen okay. Habe ich mir übrigens gerade im PlayStation Store im Angebot gekauft, das Game. Also, ob einem da jetzt knapp unter 10 Euro das Ganze wert ist oder nicht, das muss man selber wissen. Also ich denke mal, dass es für die meisten eher so einen 2 bis 5 Euro Titel. Ich habe jetzt 9 Euro und bezahlt, kostet normalerweise 20, glaube ich. Also, es ist okay. Sind wir Zweiter geworden in der Gesamtwertung mit 2 Sekunden Rückstand, das ist okay. Ob es eine Platin hat oder nicht, weiß ich nicht, weil ich zocke wie immer blind rein. Ich kann gerne mal nach dieser Folge hier in die Trophäen reingucken und euch das, wenn es euch interessiert, gerne in der nächsten Folge mitteilen. Auf jeden Fall ist es Minimum eine easy 100%. Aber wie gesagt, 6 Platin oder nicht, das kann ich euch mitteilen. Wenn es euch interessiert, lasst gerne einen Kommentar da. Allgemein, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dass ich das nach der Arbeit ruhig bringen soll zwischendurch, dann gerne auch einen Kommentar da lassen. Und jetzt konzentrieren wir uns hier weiter auf Fahren. Aber die Kameraperspektive gefällt mir schon viel besser als die von der ersten Etappe. Viel, viel besser. Die Etappen sind auch schön kurz und knackig, das gefällt mir auch. Also keine mega lange Etappen bisher. Und so ein kleines Häppchen für zwischendurch finde ich schon nice. Also auch für die Leute unter euch, wenn ihr mal nicht ganz so viel Zeit habt zum Zocken, ihr wollt aber unbedingt was zocken, da kann ich euch das jetzt schon definitiv empfehlen. Left 40, easy right 80, left 130.
Ja, das liegt an der Perspektive. 3x4 Sekunden wieder besser. Das heißt, wir führen jetzt die Meisterschaft sogar an. Also das liegt definitiv an der Fahrerposition von der Dings. Nächste Etappe, wir kommen jetzt zu 4 von 6. Ich würde auch sagen, wenn es euch nichts ausmacht, wir machen das dann immer Rallye von Folge zu Folge. Also jetzt in dem Angezockt sind wir jetzt gerade bei der finnischen Rallye. Und in der nächsten Folge, wenn ihr denn mehr sehen wollt, geht es dann mit der nächsten Rallye weiter. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt, das sehen wir gleich. Aber ich würde sagen, das machen wir dann immer kurze, kleine, knappe Folgen und dann immer eine Rallye pro Folge. Wäre so meine Idee. Und wie gesagt, wenn ihr das für eine gute Idee haltet, dann haut das mir bitte in die Kommentare. Shit. Ah, da haben wir ein bisschen Glück im Unglück gehabt. Da war der Maulwurf ein bisschen zu schnell. Ja, das sehe ich auch in der Zwischenzeit. Durch unseren Fahrfehler, den wir eben gemacht haben, haben wir nämlich den Rückstand leider. Aber egal, ich fahre das Ganze alles blind. Ich kenne keine einzelne Etappe, also nichts auswendig gelernt. Da passieren Fehler nun mal. Aber es macht Spaß. Also der erste Eindruck gefällt mir richtig gut. Kann ich mir echt vorstellen, da für diese Woche noch ein, zwei Folgen zu machen und weitere Folgen dann halt für nächste Woche. Werden wahrscheinlich auch nicht so viele Folgen. Ich denke mal, das Spiel ist auch relativ schnell durchgespielt. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, davon ein paar Folgen zu machen, wenn ihr das denn, wie gesagt, wollt. Erstmal spontan in den Meisterschaftsmodus reingegangen, weil ich mir dachte, wenn überhaupt, dann interessiert euch auch die Meisterschaft am meisten. Wenn ihr aber nach dem Meisterschaftsmodus noch Zeitfahren und so weiter sehen wollt, dann auch dies bitte in die Kommentare. Wobei Zeitfahren ja eigentlich das gleiche in Grün ist, weil Rallye ist ja eigentlich Zeitfahren. Und da irgendwelche Weltrekorde aufstellen oder Bestzeiten allgemein gegen die Community aufstellen, will ich eigentlich gar nichts. Ich habe nur irgendwie gesehen, es gibt Meisterschaften, was war das andere, RX, also gibt es hier noch so eine Art Rallycross-Modus, glaube ich. Und den werde ich auf jeden Fall mir mal unter die Lupe nehmen. Aber ich denke dann halt, wie gesagt, erst nach der Meisterschaft. Ich denke, das ist der Modus hier, der euch echt am meisten, wenn überhaupt, interessiert. Ich würde mich freuen, wenn es euch interessiert. Schwierigkeitsgrad-Einstellungen habe ich gar nicht gesehen, also der scheint so Standard zu sein. Hoppala, shit. Das hat sehr viel Zeit gekostet jetzt. Ja, vielleicht genehmige ich mir hier sogar einen Neustart. Vielleicht, mal gucken. Andererseits ist es noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir können ja erstmal fahren. Wir können die Meisterschaften, ja, sollten wir sie verkacken, also sollten wir sie verlieren, auch
gerne nochmal mit einem anderen Auto irgendwann nochmal neu starten. Aber erstmal würde ich sagen, fahren wir sie einfach. Wobei, das war zu dolle. Ja, jetzt habe ich zu viel Rückstand. Noch einen zweiten dicken Patzer drin. Ja, ich glaube, einen Neustart kann man sich ruhig in der Folge gönnen. Ja, das hat zu lange gedauert. Vierter, wobei 14 Sekunden Rückstand, ja, ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, einen kann ich mir ruhig gönnen. Ich denke, dass damit geht ihr auch confirm, das ist okay. Wie gesagt, ich will versuchen, nicht zu viel Neustarts zu machen in den Folgen, in den Parts. Aber wenn da mal ein, zwei Neustarts dabei sind, hoffe ich, dass es für euch okay ist. Aber was das ausmacht, wenn man die Etappe ein einziges Mal gefahren ist, dann ist das viel, viel einfacher, wie ihr seht. Ah, da hätten wir doch wieder fast den Sittich gemacht, fast. Nicht den Baum wieder erwischen, genau, das war doch der von der Runde davor. Aber ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Wobei, so viel Glück war das jetzt nicht, weil zweite Versuch, zweite Chance. So, Etappe 6 von 6, ja, dann würde ich sagen, die letzte Etappe für diese Folge und für diese Rallye, ne? Oh, mal eine nasse Etappe, wow. Also das gefällt mir. Retro-Style plus noch Wettereffekte, das ist richtig geil. Mal gucken, wie sich das jetzt aufs Fahren auswirkt. Oha. Also die reine Fahrphysik selber fühlt sich jetzt gar nicht so anders an. Aber durch das Nasse ist es besonders auf dem Asphalt ein bisschen rutschiger, ein bisschen. Aber es ist auch schön arkadig gehalten, also... Doch, gefällt mir echt gut bisher das Game. Ja, 3 Sekunden Rückstand, damit kann ich leben. Meisterschaft Sieger, sehr schön. Trophäe war das. Glückwunsch, du bist der Champion. Du bist Champion der finnischen Rallye. Ja, sehr schön. Als nächstes würde es dann mit Griechenland weitergehen.
Ja, genau. Zeitrennen gibt's noch und normales Rennen. Also, Entschuldigung, ich habe irgendwas von RX gelesen. Normales Rennen. Ja, können wir uns auch mal angucken, ob das dann einfach nur normale Rennen sind. Ja, Zeitrennen, glaube ich, können wir außen vor lassen. Wobei, da gibt's auch die Lizenzen. DCBA, wenn ich das richtig sehe. Hier bei der Meisterschaft auch. Aber ich glaube tatsächlich, der Meisterschaftsmodus ist der interessanteste. Wir können uns die anderen Modi gerne mal in einer Folge angucken. Zeitrennen und Rennen. Aber das würde ich dann ganz zum Schluss machen, wenn wir mit den Meisterschaften durch sind. Vorausgesetzt, ihr wollt natürlich mehr davon sehen. Genau, doch, RXC, doch da sag ich doch, da gab es noch was hier. Das sind dann nämlich Rundkurse, sag ich doch. Das gucke ich mir irgendwann auch noch an. Das auf jeden Fall. Aber erstmal bleiben wir bei der Weltmeisterschaft. Das Ganze heißt hier, wie gesagt, Rush Rally Origins, für die es interessiert. Ja, dann würde ich sagen, gerne liken. Wie gesagt, bitte kommentieren, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. So als kleine Häppchen für zwischendurch. Abonnieren. Das hilft dem Kanal sehr weiter. Denn Support ist ja bekanntlich kein Mord. Und schaut natürlich auch sehr gerne in der Videobeschreibung vorbei. Da verlinke ich wieder wie immer die Partnerkanäle. Die Leute, die länger auf dem Kanal sind, wissen das ja schon mittlerweile. Ich sag's trotzdem jedes Mal für die Neuen auf dem Kanal und dann sage ich erstmal bis gegebenenfalls zur nächsten Folge von Rush Rally Origins. Wiederschauen und reingehauen, euer Maulwurf. Ciao, ciao.